muss ein bisschen abnehmen, Schüssel. So. Oh, ich zeig dir das Grandiose. Gib mir High Five. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in Vorderboden, beziehungsweise am Campingplatz Vorderboden. Echt ein Hammer, geiler Campingplatz, kann ich euch empfehlen. Und haben das Equipment für Irland getestet. Dementsprechend Ergebnis, Schlafsäcke sind viel zu kalt. Wir brauchen neue. Bin gespannt, werden in einer Woche nochmal testen. Und ja, kurz dazu auch noch diese Trax-Koffer von SW Motech als Aufschnallgepäck für die Seitenkoffer. Wirklich super angenehm und super praktisch. Haben innen quasi zwei Fächer, sind absolut wasserdicht, haben so eine Art Laminat verschweißt. Also braucht man sich keine Sorgen machen. Dazu gibt es aber ein eigenes Review-Video. Und allgemein haben wir bisher noch die Kleidung getestet, weil es ja doch kalt sein wird, was wir mitnehmen und was wir zu Hause lassen. Wie haben Sie das Wochenende in Vorderboden gefunden? Erzählen Sie Ihre Erfahrungen über den Schlafsack. Kalt. Okay, alle Koffer zu, alle Taschen drauf, ich drauf. Sie dürfen jederzeit. Bis bald. Genießen Sie nochmal ganz toll die schöne Aussicht, die Dolomiten, Vorarlberg, Osttirol, alles hier vereint. Hallihallöchen zu einem neuen Video, und zwar Teil 2 von den Vorbereitungen für Irland. Wir haben uns trotz Unwetterwarnung hier in den Schwarzwald begeben, und zwar nach, schätzweise wo wir sind, Pi mal Daumen, Fistenau, Richtung tschechischer Grenze, im Camping anderswo, gerne Link in der Videobeschreibung. Sehr gemütliche Location, und eigentlich direkt hier vor der Haustür beginnt das Fahrverbot. Gibt nur noch den Bus, in dem man weiterfahren kann, und deshalb ist es einfach echt perfekt. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, das Auto zu nehmen, einfach aus Vorsorgegründen, nicht, dass wir hier mit dem Moped komplett versinken. Aber ja, traumhaft. Also heute hat es echt jetzt aufgezogen. Scheint perfektes Wanderwetter zu sein. Morgen kommt angeblich noch wirklich das harte Unwetter. Und dann schauen wir, dass wir in der Früh schnell abflitzen. Und das wichtige Update, wir haben uns jetzt, nachdem wir letztes Wochenende war das, haben wir uns dann zwei Schlafsäcken der Marke hier unten geschlafen, und eigentlich haben die eine Komforttemperatur von 10 Grad. Wir haben festgestellt, es ist definitiv viel zu kalt. Ich hatte 3 Schichten an und es ging für mich eigentlich so. Meine liebe Freundin hatte 4 Schichten an und ihr war kalt, vor allem auch Füße kalt und eigentlich am ganzen Körper kalt. Und sind zum Ergebnis gekommen, die angeschriebene Komforttemperatur scheint so eine Mogelpackung zu sein. So wie bei Elektroautos, wo du sagst, okay, du kannst 600 Kilometer weit fahren, aber du kommst 400 netto. Plus, minus. Und auch bei den Schlafsäcken, also da steht Komforttemperatur 10 Grad. Aber ja, rechne eher, also so im Nachhinein betrachtet, jetzt auch im Vergleich zu dem Schlafsack, den ich euch gleich vorstellen werde, ist das eher eine Sommerdecke, also plus, minus 20 Grad. Genau, also haben wir entschieden, wir brauchen einen neuen Schlafsack und haben jetzt uns zweimal einen Deuter Astro 500 besorgt, also hier habt ihr ihn schon kurz gesehen. Wirklich vom Packmaß eigentlich gleich, aber unglaublich, hat echt Daunenfutter quasi. Unglaublich, wie sich der aufdehnt, aufbreitet vom Volumen. Also der wird gefühlt 5 bis 8 Mal so dick. Wirklich ein traumhafter Schlafsack, kann man hier empfehlen. Und wir haben diese Nacht eben bei 10, 12 Grad geschlafen. Uns beiden ist es pipi fein, pico bella gegangen. Also jeder von uns hat eine Schicht quasi lange Unterwäsche an. Ich schon eine Baumwoll-Adlegging, Baumwoll, lange Unterhose und einfach ein Merano-Wolle-Shirt oben, langärmlich. Freundin dasselbe, sie hat noch oben eine zweite Schicht angezogen, aber sie ist auch in der Nacht ausgezogen, weil sie tatsächlich auch zu warm war. Also genau, dass du quasi mit einer Schicht Schlafwäsche in den Schlafsack reingehst, so eine dünne Unterwäsche, dann perfekt schlafen kannst und auch in der Früh bei 10 Grad rauskommst und dir sagst, kuschelig. Also ich habe echt geschlafen wie ein Baby hier auch. Sogar mein Fitnessband hat gesagt, traumhafter Schlaf, ausgezeichnet, wirklich super. Deshalb also diesen Deuter Astro 500 kann man auf jeden Fall empfehlen. Preis leider 230 Euro. Bei Amazon 300 Euro laut Deuter Website die Empfehlung. Aber ja, für uns und für unser Irland-Setup auf jeden Fall jetzt die beste Wahl und auf jeden Fall ausreichend für 10 Grad Außentemperatur. Das war unser Ziel. Also vielleicht habe ich mir auch gedacht, ich habe auf der rechten Seite Verspannungen, weil ich die GoPro immer rechts halte, Schatz.
Ein weiterer Punkt, den wir auch noch für die Vorbereitungen anvisiert haben, ist der Reifen. Und zwar, ich hätte wirklich gehofft, den Energy Wild, also ein 50-50 Offroad-Reifen, einfach so gemütlich auf der Straße, weil wir haben echt vor, richtig zu genießen, in Irland fertig fahren zu können. Aber das Profil hat sich echt drastisch reduziert. Also ich bin aktuell ungefähr bei 3000 Kilometer. Hier ein Foto. Ich würde sagen, maximal, wenn du ihn jetzt auf der Straße fertig fahren würdest, kriegst du 5.000, 6.000 Kilometer hin. Ich habe jetzt, muss ich aber sagen, die letzten paar hundert Kilometer auch anständig mal am Hahn gezogen, um einfach ein bisschen Spaß zu haben, um einfach auch bewusst ein bisschen ihn zu verkuckeln und damit Spaß zu haben, weil ich einfach schon gewusst habe, es wird sich für Irland dann ausgehen. Und ja, auch für Offroad wird das Restprofil nicht reichen. Das heißt, ich werde ihn leider einfach bei der Werkstatt lassen und sagen, sie sollen ihn entsorgen. Aber für uns, für Irland, habe ich jetzt vor, einen Michelin Road 6 mir aufziehen zu lassen. Bin wirklich gespannt. Michelin hat mich jetzt echt überzeugt. Der Energy Adventure ist top, der Energy Wild ist top. Jetzt ein Road 6 als eigentlich Straßenreifen, aber für das Pike und für die Tour jetzt eh perfekt. Leichten Schotter kann man immer fahren, sage ich. Bin auch echt sehr gespannt auf die Laufleistung und dann habe ich auch wieder einen neuen Reifen, den ich euch dann bei einem Review-Video vorstellen kann. Genau, dann noch kurz hier Trax Außentaschen. Ich wollte zwar nie wie so ein bebackter Esel daherkommen, aber es läuft jetzt genau darauf raus. Komplett problemlos. Sitzen perfekt, passen perfekt, haben ein kleines Schlichtsystem auf der Innenseite, sind absolut wasserdicht, sind leicht rauf zu machen, leicht wieder runter zu holen. Wirklich toll. Genau, wir wollen eher so ein paar Sachen, die wir halt schnell griffbereit haben wollen, sollen, auf der Oberseite hingeben. Ich freue mich auch richtig, dass ich die Drohne dort reingeben kann. Das wird wirklich toll. Genau, stressfrei. Dass wir einfach bei den kalten Temperaturen noch ein, zwei Backup-Sachen, warme Kleidung mitnehmen können, dass es auf keinen Fall ungemütlich wird. Besonders auch mit Campen, dass wir ja draußen sind, braucht man vielleicht doch die eine oder andere Schicht mehr. Dann habe ich mir für beide Koffer auch von SMO durch innen so ein Netz für den Deckel besorgt. Also echt gemütlich, dass du einfach irgendwelche Sachen oben rein verstauen kannst, dass du die schnell griffbereit hast. Wir haben echt ein Problem, unsere Touratech Original KTM Seitenkoffer sind undicht, lol. Einerseits die Schrauben, wo oben der Handgriff quasi zur Befestigung fixiert ist, als auch ein paar Nieten scheinen undicht zu sein, echt übel. Es wäre ein Garantiefall, aber ja, ich habe so geile Sticker drauf. Also ich habe eigentlich wirklich keinen Bock, alle Koffer, nur weil sie ein bisschen undicht sind jetzt. Aber es ist übel, ich überlege es mir noch. Aber eigentlich habe ich nicht vor, die Koffer zu tauschen, nur wegen der bisschen Undichtigkeit. Ich will mir eher ein Silikonspray kaufen und das noch anständig zulöten, würde ich sagen. Die Drohne ist jetzt orange, gerne hier. Im Sizilien-Video hat man es schon gesehen. Geil, kommt ein Adventurer. Eine Africa Twin. Für die Drohne habe ich mir gerne auch hier verlinkt, skins4u.de. Keine Werbeplatzierung, einfach eigene Erfahrung, hat wirklich perfekt geklappt. Einfach ein grell oranges Skin für meine DJI Mavic Mini Pro 3 besorgt, weil ich habe eine Drohne mit der Freundin, ihr habt das letztens in diesem Video vielleicht kurz gesehen, über 5-6 Stunden gesucht und es ist halt verdammt beschissen, wenn du eine graue Drohne in so ausgetrocknetem Gras, Stroh, Heu, Wiese suchst mit grauen Steinen, also keine Chance. Also bis jetzt grell grau, ich habe nicht vor, sie zu suchen, aber falls wir sie suchen müssen irgendwo, finden wir sie auf jeden Fall schnell. Für unsere Helme haben wir uns noch beide neue Visiere besorgt, einfach Visiere und Pinlock, weil, ja, wie das so ist, über die Jahre haben sie ein paar Kratzer und ein paar, ja, vor allem Spiegelungen bei Gegenlicht oder bei sonstigen Sachen, dass du nicht mehr seriös raussiehst und besonders auch bei Regen ist es ja wichtig, dass du mit den Scheinwerfern und so keine schlechten Verspiegelungen hast und nicht zu viele davon. Deshalb, nachdem wir auch mal mit dem einen oder anderen Regen rechnen, haben wir uns beide noch neue Visiere besorgt, damit wir einfach eine anständige und freie Sicht haben. Der nächste Punkt, so ein Cardo Freecom 2X. Haben wir uns auch noch besorgt, damit wir einfach entspannt miteinander auch sprechen können. Wir haben das oft, als ich zumindest, als kleines Stressthema festgestellt, dass wenn man einfach sagt, so hast du Hunger, willst du stehen bleiben, der Motor ist laut, der Verkehr ist laut, der Wind ist laut, man hört sich nicht so richtig. Deshalb, ja, haben wir jetzt echt ein Cardo-System, dass wir stressfrei und wir gut miteinander sprechen können. Kommt auch noch ein Review-Video, aber so, es erfüllt den Zweck vollkommen. Musik hören geht auch gut und macht richtig Spaß. Akku reicht locker für einen Tag. Eigentlich für normal entspannte Tourentage eher 2 Tage, würde ich sagen. Das war's eigentlich. Dementsprechend vielen lieben Dank fürs Zusehen. Unsere Irland-Reise startet jetzt Anfang Juli 2023, sind echt einen Monat dort. Wir freuen uns riesig, Plan gibt es keinen. Wir haben jetzt mal Unterkünfte nach dem Ankommen für 4 Tage, mal zum Setteln, ein bisschen relaxen, ein bisschen einkehren. Und danach eigentlich ist der Plan im Uhrzeigersinn, die Insel zu umrunden und überall, wo es uns gefällt, einzukehren. Sehr gemütlich zu machen, Campingsachen dabei zu haben und ja, einfach ein schönes Abenteuer zu leben. Also, falls ihr Interesse an diesem Video oder anderen Videos habt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Man sieht sich, man hört sich. Ride hard, ride safe. Ciao.